Boxen reden. Lass mich aber zuerst sprechen. Dann sprichst du zuerst. Dann Hallo. Ich hab Günthers Kanal übernommen. Hier ist euer Fragezeichen, man. Und wir spielen ein bisschen Underdog. Und willkommen zurück. Jetzt. Hallo? Ich muss hier kurz unterbrechen. Ich bin der Günther und ich komme aus der Dönerbühne. Und ich nehme hier das Video auf. Und ja, ich habe gerade nach der letzten Folge hier im Genocide Run nochmal geguckt, ob noch irgendjemand auftaucht. Aber niemand ist gekommen, wie man hier sehen kann. Das stimmt, ich bin Zeuge. Und ich habe es auf Aufnahme. Und die Musik hat sich direkt geändert. Das habe ich mitbekommen. Jetzt spielt keine normale Musik mehr, sondern einfach irgendwas. Das oh meine Güte, erinnert mich an Missing No. Ja, ungefähr. Oh meine Güte, Gänsehaut. Hier ist auch niemand. Hier liegt ein Messer, das kann ich schön mitnehmen. Ich dachte, du brauchst nur Seele, nicht gleich Waffen. Nee, ich brauche schon auch Waffen zum Kämpfen. Und umso besser meine Waffe, umso besser kann ich kämpfen. Ah ja, hier bin ich wieder. Hä? Ach, diesmal ist es anders. Hier ruft plötzlich jemand an. Das war ein Pazifisten-Run hier nicht so. How did you get here, my child? Are you hurt? There, I will heal you. I should not have left you alone for so long. Ja, es ist wirklich nicht verantwortungsvoll von dir, mich alleine zurückzulassen. Vor allem nicht für die Bewohner dieses Ortes. Well, I suppose I cannot heal. Ja, geil, ich krieg einen Kuchen. The cake is a lie. Jetzt steht hier nur noch Determination. Jetzt hat der Genocide Run offiziell auch für das Spiel begonnen. Ja, der Kuchen. Jetzt kriege ich wieder hier mein Zimmer zugeteilt. Mach schneller. Ich freue mich schon drauf, wenn ich dich gleich umbringen kann. Ich denke, du solltest aufpassen. Warum? Nicht, dass dann YouTube deine Kommentarbox sperrt. Warum sollte es? Ich mach die Lampe. Wieso hab ich mich doch mal überreden lassen? Ich geh pennen. Yay, yeah, jetzt habe ich ein Stück Kuchen. Ein Karamell-Zimt-Kuchen. Was? Da gleich die Undertale-Frage, die jeder kennt. Was magst du lieber, Zimt oder Karamell? Wenn du es an mich richtest, kein Zimt. Was? Ja, hast du gehört, kein Zimt. Echt nicht? Essen ist. Oha, ich bin auf jeden Fall Zimtmensch. Wie komme ich hier raus? Also eigentlich weiß ich, wie ich hier wegkomme, aber... Ja. Ich überlege mal. Jetzt. Ich glaube, dort vorne war ein Ausgang. Ich weiß nicht, ob du da reingekommen bist oder nicht. Hier, diese Treppe muss ich runter. Sie will jetzt den Ausgang aus diesen Ruinen zerstören, damit ich nicht weggehe und von den anderen Monstern außerhalb umgebracht werde. Oder... Ja, eigentlich will ich sie ja alle umbringen, also... Lass mich durch. Ja. Hey, es ist schon scheiße, dass hier jetzt noch die ganze Zeit dieselben Dialoge kommen. Aber jetzt gibt's einen richtigen Bosskampf, glaube ich. Oder? Und einen richtigen Dialog. Naja, das war immer... Ja, okay, es kommt ein neuer Boss. Bossen? Ja, es kommt ein neuer Boss, wenn ich den hier besiege. Nee, ein neuer Dialog. Was hier? Jetzt entscheide ich. Oh, was ein geiler Bosskampf. Es gibt nur zwei richtige Bosskämpfe im Genocide. Alle anderen Bosse sind One-Hit-Encounter. Genau wie der hier.
Und ist das der King Hearts of Veteran wäre einfach. Na, dafür sind die beiden Bosse. Für den einen Boss habe ich auch schon gesagt, brauche ich seelischen Beistand. Ich glaube, das wird ein 3- oder 4-Stunden-Video dann. Das werde ich dann natürlich über mehrere Tage aufnehmen, aber. Now I see who I was protecting by keeping you here. Not you. Goddamn. Ja, sie sagt, sie hat nicht mich beschützt, indem sie mich hier behalten hat, sondern die anderen Monster. Und das ist ihre Seele, die jetzt auch kaputt geht. Ist mein Handy gegangen? Achso, du bist noch da. Mein Handy sieht aus, als wäre es ausgegangen. Nein, ich bin noch da. Ich bin quickly landing, denke ich. Yay. Das war der erste Bosskampf im Genocide Run. Alter, war das spannend. Ich bin gespannt, wann du an die Spinne rankommst. An welche Spinne meinst du? Die mit dem T. Ach, das ist erst sehr spät. Die ist natürlich auch ein One-Hit-Encounter. Ich mag Spider-Man. Und das ist mein Lieblingscharakter im ganzen Spiel. Die größenwahnsinnige Blume, die alle umbringen will. Oh, warte, lass mich. You are not really a who. A Mensch, oder? Bist du? A Mensch. You are not really a Mensch. Sehr gut. Ich hab den immer mit einer viel höheren Stimme gesprochen. Achso, okay. Passt. Du. You are not. You are not really a woman, are you? Ich hab schon weitergemacht, das leckt dann bei dir gerade. Jetzt kommt gleich die. Wenn's bei dir gleich lädt, siehst du das schönste Gesicht im ganzen Spielen bei der Textbox. Oh Gott, ist. Lädt's bei dir nicht? Kannst mal weiter laden. Hä? Ich lese jetzt erstmal weiter. No. Yes. Bei mir steht noch immer. Bei mir steht nur immer der gleiche Text. Sehr schön. Now, you're empty inside just like me. In fact. Ah, jetzt habe ich das. You're Günther, right? No, no. Ja, das zweite E hat leider nicht reingepasst. Ich habe schon vorgelesen. Du bist Günther, richtig? Ja, das zweite E hat leider nicht reingepasst beim Namen. Du bist Günther, richtig? Ja, still is after all these years. Listen, I have plans to become all powerful. Er hat einen Plan für allmächtig werden. Even more powerful than you and your stolen souls. Das Gesicht finde ich geil. Why ever things in this victory? Wie? Auf Deutsch, er will die Welt zerstören. Ja, was bedeutet Vitish World? Woher soll ich das wissen? Ich bin auch kein Experte. Okay. Everyone, everything in this worthlose memory is memorable, oder so? Also, ich liebe dieses Gesicht einfach. Das ist so geil. It's been needless. Was erwartest du dir? Du klingst wie Mario. It's me. So geht Mario bei mir. It's me, Mario. Ja, passt. Mario playing Undertale. Okay, geht weiter. Ja, er will halt kurz gesagt, dass wir alle umbringen und da bin ich dabei bei dem Plan. Warum? Wie kannst du, Günther? Das ist eben Genocide-Pazifist, das ist mir zu langweilig geworden. Umbringen macht doch viel mehr Spaß. Also, das war jetzt das Spiel, jetzt kommen die Credits. Ne? Ciao, ciao, ciao. Ja, also fast jedenfalls. Halt die Fresse, Auto! Ich habe jetzt nicht gewusst, ob du das Auto im Spiel meinst oder draußen. Da ist gar kein Auto im Spiel. In der Wirklichkeit. Aber hier kommt gleich einer der besten Charaktere des Spiels. Dieser Ast ist plötzlich zerbrochen. Wenn du schon lass mich raten, Papyrus? Nein. Sans?
Ja. Papyrus kommt in ein paar Sekunden dann. Und die Stimme, die ich für Papyrus habe, das ist auf jeden Fall meine Stimme, die behalte ich. Okay, ich werde es einsprechen, wenn es okay ist. Sehr gut. Hat deine tiefe Stimme? Ja. Ich finde immer, deine Stimme passt an sich ganz gut. Hallo. Danke. Mensch. Don't you know how to create a new pal? Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Er hat Turn gesagt, around. Dass er nicht weiß, ja? wie man sich jemanden Neuem vorstellt. Also, okay. Dreh dich um und schüttel meine Hände. Also eigentlich nur die eine, aber... Er hat ein Furzkissen in der Hand. Der old Whooper cool ist in der Handbrick. It's always funny. Ist immer lustig. Ja, finde ich nicht. Ich habe nicht gelacht. Ich bring dich um. Ich habe keine Emotionen. Ich zeige nichts. Gucke mein Gesicht an. Ich habe keine Emotionen. Dennoch sieht mein Gesicht anders aus. Ja. Denn ich bin Spocky. Im Moment ist es wieder bei mir verzögert, wenn du fragst. Also, was hast du im Moment für einen Text? It's always funny. Ah, eigentlich. Das kannst du auch viel verwenden. Dann lese ich erstmal kurz weiter, wenn es nicht weiter geht. Usually, you really know how to pick him up. Warte. Ja, okay. That is fine. Everyone got their own sense of humor. Their own sense! Ja, das war jetzt scheiße. I am Sans. Sans the Skeleton. Nee, du bist Fragezeichen, man. Lüg mich nicht an. I am actually supposing to be one watch for humans right now. Wo könnten die nur sein? Ja, er weiß, dass ich ein Mensch bin. But now? No, yeah. I don't really care about capturing anybody. Now, mein Brother Papyrus. Papyrus, bitte. He's a human hunting fantastic. Wie Spaghetti! Spaghetti! Ich sollte die Mario-Stimme wieder nachmachen. Wie viel Leute aus Spaghetti? Der Insider wird es schon verstehen. Hängt bei dir das Bild wieder, oder? Ja. Dann lese ich den Text wieder vor, letztes Mal hat's geklappt, als ich noch weiter bin. Actually, I think that's him over there. Hast du es jetzt? I have an idea. Go through to get the things. Ja. Yeah, go right through, my bro, mit the bears to world stop any yawn. Auf Deutsch, diese Balken da, die sind zu breit, um den Gehen aufzuhalten. Okay, quick behind the conveyor shape lamp. Ja, ich soll mich hinter dieser praktisch geformten Lampe verstecken. Mach ich aber nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Oh, okay, I guess I don't have to. Jetzt bin ich dran. Sans, have you found a human yet? Yeah. Really? Wowie, guess that's settled. Das war's. Geiler Dialog. Geiler Dialog wird. Did you work it out, who? Ich muss sagen, ich bin begeistert. Normalerweise gibt es da einen riesigen Dialog im Pazifisten-Run, aber hier. Na, well, I stayed forward with you. The
bekommst du den nächsten Text wieder nicht. My brother really likes to see a human. Du bekommst den Text wieder nicht, oder? So, Kno, I did really help me out. If you keep waiting to be one. Ja, ich soll einfach weiter so sein, als wäre ich ein Mensch, bin ich auch. 16 left. 16 Gegner sind hier noch und die muss ich alle umbringen. Gibt's hier oben was? Nein. Hier oben kann es ein Random-Event geben, habe ich schon im Pazifist-Run gesagt. Hier mal, zack, ein bisschen ablegen, das mitnehmen, das ist ein Ausrüstungsgegenstand. Ah nee, warte, das kann ich mitnehmen. Gut, dann warte ich hier gleich mal auf den ersten Gegner. Jetzt gibt's wieder Gegner umbringen. 16 Stück. Yay! Das, ich sollte da noch was drücken. Ich soll da zweimal drücken, das ist voll unfair. Warum sagt mir das keiner? Ah, ich muss da den Knopf spammen, sobald ich getimed habe. Das hat mir niemand gesagt. Die Geräusche, scheiße, sind die dumm. Autsch. Alter, ich habe jetzt schon doppelt so viele Leben wie den ganzen Pazifisten-Run über. Gegner, bitte, danke. Nächster. Das war schwer. Hier wahrscheinlich eine Timelapse wieder ein. Oh, niedrigerer Hund. Stirre. Oh, scheiße. Das ist ja zum Tod lassen. Scheiße, er hat mich angegriffen. Wieso zählt er eigentlich so unter die Kategorie Monster? Keine Ahnung. Weil er eine Rüstung und ein Schwert hat. Okay. What the fuck? Ich wollte schon fragen, wieso du gegen einen Baum rennst. Dann encounter ich Gegner, wenn ich das geschafft habe. Ich wusste nicht, dass dieser Gegner existiert. Ich such's mal nach einem Thema. Okay. Ich kämpfe inzwischen gegen ein paar Lappen mehr und bring sie alle um. Was heißt eigentlich für Let's Go Evoli und... Ja, bin ich nicht Pikachu begeistert von. Also, ich hätte jetzt nicht nochmal die erste Generation gebraucht. Ist auch nett. Mein Bruder wird sich holen und ja, lieber Evoli als Pikachu. Bei mir ist es lieber Pikachu, aus dem Grunde, weil es dann einfach so ist. Ich mag einfach Pikachu nicht so. Und Evoli kann man nicht entwickeln, deswegen. Das Pikachu auch nicht. Ja, Pikachu kann Donnerblade. Was kann Evoli? Bitte, nicht. Nenn mir eine Attacke, die Evoli mehr kann, also die so effektiv ist wie Donnerblade von Pikachu. Hey Junge, Tackle! Das kann auch aus Pikachu lernen. Nee! Wenn ich sag, das geht nicht, dann ist es auch so. Deckel ist nicht sehr effektiv. Hier tauchen die Gegner deutlich schneller auf. Was hältst du eigentlich von den Gerüchten über die neuen Mega-Entwicklungen in Let's Go Pikachu und Evoli? Das sind keine Gerüchte, das ist schon bestätigt worden. Also, dass die Mega-Entwicklung kommt, wurde normal noch nicht bestätigt. Aber dass Nintendo eben die Pokémon patentiert hat. Oh ja, es sind bestätigt worden. Da gab es einen neuen Trailer. Ach, nein, dass Mega-Entwicklungen überhaupt kommen, aber dass auch neue kommen, die es vorher noch nicht gab. Ach so, das meinst du. Letztes Mal, als Nintendo Pokémon neu an dem
Grundgerüst, glaube ich, ist weniger. Ich eigentlich schon. Das letzte Mal, als Nintendo Pokémon neu patentieren lassen hat, dann haben sie all diesen Pokémon eine Mega-Entwicklung gegeben. Nicht mal bei Pet-Attacken oder so haben sie das gemacht, aber jetzt haben sie ein paar Pokémon, die echt potenzielle Anwärter sind, wieder neu patentieren lassen. Dragoran, Machomai, Geowatz, Flamara, Aquana, Blitzer und irgendwas. Raichu! Ja, Raichu auch, Raichu auch. Bestes Evoli sollte eine Mega-Entwicklung bekommen. Warum? Wenn wir schon dabei sind. Boah, also meine Lieblings-Evoli-Entwicklung ist Felinara, deswegen würde ich das auch sagen. Bei mir ist gerade irgendein komplett komisches Insekt an dem Fenster. Mal überlegen, was ist. Das ist aus einer Weste, die man auf die Streckbank gelegt hat. Wie sieht das eher aus wie ein Huhn mit Sonnenbrille? Nein, nein, an meinem Fenster. Ach so. Also für mich sieht das aus wie du mit Sonnenbrille. Okay, das muss ich mir nochmal genauer angucken. Ich erkenne da nicht so viel Ähnlichkeit. Oh, Marcel, wie viele Gegner gibt's noch? Nur noch 7, ich hab schon über die Hälfte. Und jetzt kommen die Undertales News. Dum dum dum. Jetzt muss man das Nussgeräusch einfügen. Autsch. Du kennst ja das Spiel Mighty Number 9, oder? Oder hast du davon gehört? Das ist ein Mega Man-Klon. Hab, glaube ich, schon mal von gehört. Und es soll eine 3DS-Version davon geben. Ich mach mal kurz mein Fenster zu, sonst kommt dieses Viech noch rein. Das macht mir gerade. Gut, soll ein Unterhalten. Es soll davon eine 3DS-Version geben, aber. Dass das Entwicklerteam an die Software bearbeitet, aber absolut keine Fortschritte erzielt. Und, laut dem Entwickler studiert es der Titel nicht mehr unter dem laufenden Projekt gelistet ist. Ob die 3DS-Fassung davon überhaupt noch so entwickelt wird, bleibt somit erst ungeklärt. Sehr schön, bin wieder da. Bin wieder da. Und ich erzähle über 3DS-Spiele, die angekündigt worden sind, aber noch nicht erschienen sind. Das ist ein Thema. Hab ich mitbekommen, ich war nur 5 Meter weit weg. Ich hab nur das Fenster hier im Zimmer zugemacht, also. Ja. Und dann gibt's noch Minecraft. Ja, das soll ja auch noch mit 3DS erscheinen. Stimmt, da war ja was. Ich würde es mir sogar holen für den 3DS, weil. Ich nicht. Es hat Crossplay. Ja. Ich kann mit meinem 3DS auf dem PC, du spielst auf dem PC und ich spiele auf meinem 3DS. Das geht normal nicht, weil da einfach nicht dieselben Modi vorhanden sind. Aber es geht. Echt? Also Crossplay. Ich wusste nur, dass zwischen Konsolen Crossplay hin und her geht. Aber mit dem Computer. Ja, aber geht aus mit PC Crossplay. Echt jetzt? Echt jetzt? Okay. Noch 4 Gegner leben, dann bin ich hier soweit. Das Einzige, was nicht geht, ist blöderweise PS4. Ja. Das Einzige, was kein Crossplay unterstützt. Ja, da hat Sony sich doch irgendwie geweigert. Ich halte mir die ganze Zeit meinen scheiß Button. Oh Gott, das war scheiße. Soll ich dir die geleakten Charakter aus Super Smash Bros. Sagen, die bisher noch nicht die noch nicht offiziell sind, meinst du? Ja, weil sie angeblich geleakt sein sollten. Also einmal war Luigi, denke ich mal, oder? Genau, war Luigi. Der bleibt dann im Leben. Ist ja klar. Ich hoffe immer noch auf Sans. Er ist nicht geliebt, Lord.
Warum nicht? Ja. Das finde ich immer mies. Ja, sorry, der ist leider noch nicht geleakt worden. Ich hoffe, er kommt trotzdem. 2 Leben noch. Gleich sind alle Gegner hier in der Region tot. Danach gibt es noch 2 weitere Regionen, in denen ich Gegner umbringen muss. Das hieße theoretisch, wäre ich schon fast halb durch mit dem Genocide, aber wegen dem Laufweg und so ist das natürlich noch nicht. Aber ich denke, ein Viertel oder so habe ich, sobald die 2 Gegner, die noch leben, tot sind. Der letzte, Level 8 erreicht. Alter, es ist so chillig, wie viele Leben ich einfach habe. Das bin ich gar nicht gewohnt. Naja, dann aus, wurde als Kostüm Shadow the Hedgehog geleakt. Das kann ich mir vorstellen. Oder als Schatten, als Schattenkämpfer kann ich mir den auch vorstellen. Klonkämpfer. Das sind Klone. Ja. Wir sind über Star Wars angekommen, keine Sorge. Gut. Ja, Luke Skywalker kommt natürlich noch in Smash Bros., sind wir uns alle einig. Kennen wir aus Melee. Dann wurde noch geleakt. Das Vogel-Pokémon, wo mir gerade der Name entfallen ist. Welches Vogel? Wie sieht's aus? Es hat eine grüne Kappe und... Silvaro? Ja. Ja, Silvaro. Komm, es ist noch ein Gegner da. Kann der jetzt mal spawnen? Einer lebt. Na, ich geh einfach weiter schon mal. So, Sans, where's the human showing up? I want to look my Sunday best, or at least my Tuesday pretty good. Okay, bei mir hast du nix. Was? Bei mir stehst du vor einem Baum und starrst in die weite Leere. Sehr gut. Na, dann mach ich erstmal kurz weiter. Don't you only have one outfit? Hast du jetzt wieder was? Sag mir, wenn du dann wieder was hast. Nein, aber ich glaube, du solltest das beenden und neu starten, weil anders, glaube ich, es kommt das nicht vorwärts. Die Bildschirmübertragung meinst du? Ja. Bildschirmübertragung, wo bist du? Ich bin gerade zu doof. Scheiße, wo mache ich das? Ist sie aus? Ja, jetzt ist sie aus. So, ich mach wieder an. So, jetzt ist an. Jetzt sehe ich was. Sehr gut. Das ist aber wieder mein Text. Yeah, I could style my hair. Oh, right. Good idea. Er hat keine Haare. Say, why don't you look over there? Sie haben jetzt einen Anfall. Ich weiß nicht, ob das gut ist, was du da machst. Nee. Ich hab keine Ahnung. Sans, oh my god! I'm dizzy, what I'm looking at! Behold! Oh my god! Why are you telling me to look at a rock? Ja, fell. Hey, what's the in front of the rock? Ja, was ist denn da vor dem Felsen? Oh my god! I have no idea what that is! Well, it's not a rock. Ich bin kein Felsen. Ich hab keinen Bock mehr zu bleiben. Not a rock? Oh no, by process of elimination. That means it's a human. Ja, jeder weiß, es gibt nur Menschen und Steine. Ich dachte, es ist ein Monster. Human! Prepare yourself for hijinks, for low G's, dangers, puzzles, carpas, chafer, halt's Maul, be captured, and other sorts of fun activities. Refreshments will be provided. If you dare. Okay. Hey,
and you don't want an A. Und damit war's das für heute, auch mit dieser Folge Undertale. Wir sehen uns. Und ich so abschließend wie es auch schon. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Abo und oder ein Like da. Dann vermutlich erstmal wieder alleine. Ciao.